besonders schön zu sehen, wenn sich unsere bigotten Fernsehlieblinge aufgrund offensichtlichster Unzulänglichkeiten eigenhändig wieder auf Normalgröße knüppeln. Eine Übung, die gerade den vornehmlich frömmsten aller Nasen ganz besonders gut zu Gesicht steht. Ein diesbezüglich leider nur wenig unterhaltsames, weil kaum auszuhaltendes Paradebeispiel offenbart der 2007 für den Academy Award, sprich Oscar, für die beste Dokumentation nominierte Film Jesus Camp, in dem sich evangelikale Scharlatane so unfassbar fanatisch präsentieren, dass man schon nach wenigen Minuten der Meinung ist, man hätte es mit einer zeitversetzten Live-Übertragung aus dem Mittelalter zu tun. Der Film beschreibt die von der Pastorin Becky Fisher bezeichnenderweise in einem Örtchen namens Devil's Lake im Rahmen eines unter dem Motto Kids on Fire stehenden evangelikalen Sommercamps. Ich gebe nur wieder. Aber Devil's Lake ist wirklich gut. Hätte man sich auch nicht besser ausdenken können. Durchgeführten Gehirnwäschen, christlichen Gehirnwäschen, in deren mehrtägigem Verlauf die martialisch frohlockende Demagogin versucht, uniform johlende und ekstatisch in einer gruseligen Massentrance weinende und kreischende Kinder zu einer Army of God auszubilden. Wähnt man sich auf den ersten Blick noch in der bösen Parodie auf eine von gepimpten Erlöserbotschaften verdummten amerikanischen Randgruppe, bleibt einem das Lachen leider nur allzu schnell im Halse stecken. Denn es handelt sich tatsächlich um eine weit verbreitete amerikanische Wirklichkeit. Jesus Camp verzichtet glücklicherweise auf jeglichen Off-Kommentar, sodass die Protagonisten einzig für sich selber sprechen und sich dementsprechend in einer Weise entlarven, gegen die sich selbst andere fundamentalistische christliche Wahnvorstellungen wie ein harmloser Kindergeburtstag ausnehmen. Und wenn man sieht, wie die 5- bis 12-jährigen Teilnehmer wieder und wieder in geradezu orgiastischer Ekstase unter der unermüdlich eingetrichterten Mixtur aus Last und Erlösung, die auserwählte Generation zu sein, weinend zusammenbrechen, zwischendurch einer Pappfigur des ehemaligen US-Präsidenten Bush huldigen, ihn nahezu mit anbeten und immer wieder von der Erweckungspredigerin Becky Fisher und ihren Helfershelfern schreiend aufgefordert werden, sich von ihren Sünden, bei denen ja speziell Fünfjährige aus einem ordentlichen Fundus schöpfen können, zu reinigen, dann kann einem schon wirklich Angst und Bange werden. Spätestens bei solchen Szenen, die man eher in einem Hollywood-Film über Terrorausbildungscamps am Hindu-Kusch vermuten würde, in der Praxis aber mit einer Pappfigur des Präsidenten wahrscheinlich anders umgegangen wurde, muss man sich fragen, in welche Schublade denn eigentlich die Eltern dieser Kinder gehören, um ihre Sprösslinge in einer Art und Weise misshandeln zu lassen, gegen die sich George Orwells Indoktrinationsklassiker 1984 wie die weich gezeichnete Version von Puh der Bär ausnimmt. Die Zeitung Die Welt ahnt in ihrer Ausgabe vom 6.10.2006 die Auflösung der Elternfrage in Jesus Camp. Zitat aus der Welt: Steht auf! Schreien die kleinen Jungs in den Tarnfarbenuniformen, die in Tanzformation dreizackige Waffen wirbeln. Folgt der Prophezeiung, singen sie und schleudern glühende Blicke gegen ihre Eltern im Publikum, denen vor Stolz die Augen feucht werden. Zitat Ende. Die Antwort, also auf die Frage nach den Eltern, gibt sich also nur wenig geheimnisvoll, sondern lässt sich vielmehr recht solide und kompakt zusammenfassen. Es sind schlichtweg Arschlöcher.